So, hallihallo, hallöchen, ein neuer Part Amnesia folgt. Wow, es ist ungefähr 2 Stunden vergangen, nachdem ich den letzten Part aufgenommen habe und ich habe keine Ahnung mehr, was wir getan haben. Fängt gut an, finde ich. Wir sind zum Altarraum unterwegs gewesen, genau. Genau gesagt, wir sind jetzt im Altarraum und ich für meinen Teil versuche nach Möglichkeit jetzt diesem verdammten Brute, der hier rumläuft, auszuweichen. In der Hoffnung, dass wir es schaffen, da durchzukommen, ohne größere Probleme. Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht, wo er ist. Ich weiß nur, dass der hier rumpatrouilliert müsste. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is. Naja. Remarkable. Schauen wir mal, wann wir uns begegnen. Und it's just a myth after all. Gut, das bringt gar nichts. Egal, wir gucken einfach, wie das alles hier enden wird. Haben wir auf jeden Fall schon mal eine Tür. Die können wir zuhauen. Macht's nicht besser, aber ja. Das ist doof, ich will immer englische Namen sagen. Das bin ich so gewöhnt mittlerweile, weil ich es eigentlich nur. Wow, der sieht gut aus. Weil ich ja eigentlich immer nur auf Englisch gucke. Let's play. Play. Nicht play, sondern play. Ist da irgendwas dabei, was wir gebrauchen können? Das sieht lustig aus. Wir können es nicht anfummeln. Und ich bin gerade überhaupt nicht sicher, ob ich hier sein will. Also, um ehrlich zu sein, bin ich mir sicher, dass ich überhaupt nicht hier sein will, aber okay, das sieht lustig aus. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, was ich tun soll. Ich glaube, wir haben endgültig den Faden über das Spiel verloren, aber wir haben immer ein Öl gefunden. Wie immer der kleine, etwas panische Blick. Gerade zu erkennen, ob da hinten Brute steht oder nicht. Nein, tut er scheinbar nicht. Alles noch gut. Noch. Ey, jo. Okay. Ja. Ich weiß auch, was da rein ist. Ich weiß, dass wir da jetzt nicht durchgehen sollten. Das war es aber auch schon, was ich weiß. Und ich weiß, dass hier eigentlich ein Brute rumlaufen müsste. Das bin ich mir also zu 99,999% sicher. Ich habe Angst, dass er uns gleich überrascht. Weil wir haben ihn vorhin gehört. Ich muss dringend darauf achten, nicht immer den Mund offen stehen zu lassen im Let's Play. Also, das ist offen stehen zu lassen, das klingt so zurückgeblieben irgendwie. Ich habe die Angewohnheit, meinen Mund so ein ganz kleines bisschen so aufzumachen. Und das sieht dann, weiß ich nicht, ich finde, das sieht zum Teil einfach so zurückgeblieben aus. Gib mir das Kiste auf. Oh, das sieht böse aus. Das sieht ganz böse aus, da will ich nicht runter. Also ich würde sagen, das hat sich erstmal erledigt. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Das soll ich scheinbar auch momentan noch nicht. Ja. Gut, ich bin gerade wirklich hilflos überfordert. Weil ich nicht weiß, wo ich hin soll, was ich tun soll. Ehrlich gesagt, kurz davor mal in einem Let's Play nachzugucken. Achso, ich habe Stellen geschützt. Aber ich denke, das würde mir auch nicht viel nützen.
Immerhin, ich habe Fleisch, ich habe... Is this ill-timed missing Daniel? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me? How dare you? Jetzt irgendwie vermute ich ja, dass ich nochmal runter in die Abwasserkanäle muss. Das heißt Abwasserkanäle, ja doch, das ist dann halt, aber... Weil hier kann ich im Moment nicht viel machen. Also schauen wir eben nochmal zurück und vielleicht bringt es ja was. Weil hier jetzt noch eine halbe Stunde rumlaufen, das ist eigentlich relativ sinnlos, denke ich mal. Schauen, ob es da nochmal irgendwo weiter ging, aber ich denke nicht. Kannst du eigentlich endlos rennen? Scheinbar. Dann lauf, Schlamper. Lauf, Schlamper. Lauf. Oder vielleicht möchte... möchte Agrippa ja nochmal mit uns reden. Ich bin sicher, hätte ich ihm zugehört, wüsste ich jetzt, was ich tun soll. Aber... Das heißt, Moment, ich kann doch... den Dinas da. Notizen. Tagebücher. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was ich tun muss und wo ich hin muss. Ich habe sämtliche... Ja, ich bin... Ein Heinrich Cornelius Agrippa. Hallo, Heinrich. So. So. Immer noch nicht, mein... Ja, red weiter mit mir. Ups. Cool. Okay, das finde ich jetzt lustig. Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Durchkriegen. Oh, Moment, was ist das? Nee, das ist eine Treppe mit nichts Spannendem drunter. Oh, verdammt. Was ist das denn hier? By me? And the next best thing. Alexander really wanted none other than Johann Bayer. Ah. You've never heard of Johann Bayer? My God. His brother is the greatest man in history. So, keine Ahnung, ob mir das was bringt jetzt hier, aber... Or is it the throne that has forgotten? Bayer is my people. My people. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern mir das hier gerade hilft. Ich baue mir jetzt einfach mal ein Türmchen und versuche da hochzuklettern. Weil was soll schon passieren? Zumindest ist das meiner Meinung nach das einzige, was wirklich sinnvoll ist. Watching the sky slowly die. But the followers you have unseen to have a new sense of connection to creation. The falls. Not many orbs are left. They sometimes consume themselves. Or break. Then used by an uninitiated. I was lucky. The orb I found spared my life. Ja, toll, ich kann es wieder zu. Ah! Okay, jetzt passt. So. Das heißt, theoretisch sollte ich jetzt in der Lage sein. In der Lage sein. Lauf weiter, Daniel. In der Lage sein. In der Lage sein, die Hebel zu betätigen. Vermutlich wird gleich irgendwas ganz Böses im Weg kommen. Ich höre Stimmen flüstern. Ah. Ah. Na, das sehen wir doch.
Sehr schön. So muss das. Wir machen langsam aber sicher scheinbar Fortschritte. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Wie auch immer du mich stoppen willst, ja. Ist mir gerade wurscht. Ich immer noch nicht rein, macht nichts. Denn theoretisch unten bei der Gripper war, glaube ich, niemals irgendwas. Was ist das? Something else? You got the doors open? Ja. Good going. I knew you could do it. Oh Gott. Sieht böse aus. Kann ich da. Wow. Okay. Flup, flup. Faszinierend. Weiter geht's. Bärschiff. Klingt doch super. Nein, ich denke, innen bei Agrippa bin ich. Agrippa. Agrippa. Streifensocken. Streifensocken. Fragt mich nicht, warum ich sowas auf dem Schreibtisch liegen habe. Ich hab's halt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag mir das hier mal überhaupt nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, bereite ihn vor. Geh mal nach oben. Irgendwie weiß ich, das fällt einem so als allererstes ins Auge. Eine Treppe, die scheint nach oben. Vermutlich ist es voll der Fehler, hier rauf zu laufen, aber das macht nichts. Oh mein Gott. Du hässlicher Fratz, du. Komm nicht durch, verdammt. Das ist irgendwie schief. Nee, das ist nicht alles gut. So, bist du eine Schnur. Ist aber schön. Notiz zur Folter. Jawoll, genau das Richtige für uns. Abfragment. Was ist Abfragment? Hast du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf dem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einem Tablett. Was? Auf einem Tablett? Okay. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Okay. Wenn das so ist, dann möchten wir dich nicht aufhalten, mein lieber Freund, wer auch immer du bist. Oh, niedlich. Ich habe eine Nachricht bekommen, gerade. Ich sehe das. Mein Handy blinkt. Mein Handy feiert Techno-Party. Na, beendest du dich? Nein, echt nicht. Schade. Und ich muss sagen, ich hasse es, wenn man... Kotzwirkspei. So, da kam ich her. Da kommt bestimmt gleich irgendwo ein Grunt oder ein Dude um die Ecke Wow. Sind wir wieder beim Thema fortgeschrittener Dunkelheit angelangt. Will ich wirklich hier drin sein? Jetzt will mich das Ding so machen. Nein. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden. Ihr Körper folgte, ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Okay. Werd ich am Galgen hochgezogen, weiß ich, wie schwer mein Arsch gebogen. Und hier ist ein Schrank, der steht da bestimmt nicht nur aus Deko. Ah, das Stück einer Kugel. Oh mein Gott, ist das toll. Ich habe ein Stück einer Kugel. Schüttend? Hat er gerade schüttend gesagt? Ich habe das Stück. Let me go, you fool!
Sinn. The cradle is ready. Good. You, you're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. Nein, I'm not a bad man. It was an accident. It was an he accident. Set a man on fire. It wasn't my fault. Wie kann man denn aus Versehen jemanden anzünden, oder? Weil, ja. Of course. We are dealing with monsters here. Ernsthaft, man kann niemanden aus Versehen anzünden. Das ist unmöglich. Kette. Uff. Was bist denn du? Ja. Ganz wunderbar. Do anything. Das hört sich eklig an. Was sagt denn unser Öl? Wir haben noch genug Öl. Eigentlich nicht, aber bin interessiert. Ja, lauf weiter. Ich warte immer noch. Oh Gott, hingen wir da vorhin schon drin? Okay. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Wow. Yay. Hab ich einen Behälter? Man. Ich bin so hinter dir klug. Ja, nimm. So, ist da sonst noch irgendwas drin? Ja, ein Moment. Aber da fehlen noch ein paar. Eins fehlt noch. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Habe ich hier einen Raum irgendwo übersehen? Habe ich oben vielleicht eins übersehen? Naja, notfalls können wir später immer noch zurücklaufen. Es ist immer noch... Weiß ich nicht. Was ich gerade sagen, irgendwas muss jetzt passieren. Also da war ich drin, da war ich drin, da war ich drin. Mehr haben wir hier nicht. Bedeutet eigentlich, ich kann gehen, oder? Auf zum Hauptschiff. Der Mann erstickte, der konnte zwischen den Peitschen eben nicht mehr atmen. Okay. Das kann ich euch nicht. Okay. Mal kurz sagen, da blubbert was. Hab's genau gehört. Da blubbert was. Und ich weiß nicht. Good to see you. Ja. You seem to have all the ore pieces used in the transit. Geht zum Altarraum und finde die restlichen Kugelstücke. Ich war im Altarraum. Also irgendwie macht es, ist das Spiel wesentlich einfacher, wenn man keine Angst hat, von irgendeinem Grunt oder Blut überfallen zu werden. Mischung, die aus drei Essenzen zusammengestellt wird. Ja. Vorstellung zu, wenn sie ruhig da sitze und absichtlich vergesse. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie sind schon mal blöden. Sie alle wissen, ich bin Alexander, deren Väter und Großväter half diesen Ort zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Auch sie werden älter und anschauen. Wenn ich dasselbe bleibe, wird nicht. Okay. Laudano. Was bist du? Okay. Und hier kommen wir noch. Ah, Altarraum. Okay. Was
Was war denn das hinten? Das war doch auch der Altar. Ach, egal. Bumm. Das hört sich immer so lustig an, wenn ich hier auf den Draht von meinem Mikrofon hau. Also lustig in meinen Ohren. Warum glaube ich, dass die Kerzen alle gleich ausgehen? Weil die Kerzen scheiße sind. Schunderbuchsche. Buchsche. Büchse, nicht Buchsche. Zunderbuchse ist, wenn man zu viel Chili con Carne gegessen hat. Was? 15th August 1839. Okay. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. No, he is a murderer. He is evil. A cold-blooded killer. Geh weg. Hurry. Lominaus. Alexander. Lominaus. You must let me be. I have to concentrate. Ja, dann konzentriere dich schneller. Ja, doch super. Hier. Guck dich, bis du blutest. Let it come. Please, I didn't do anything. I didn't do nothing. Pick the man. Jetzt cut the lines. Pick the man. Cut the lines. Please, the man cries. Now you see. Paint the man, cut the lines. Well, one life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Draw the body, cut the lines. Draw the body, cut the lines. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. Zeichnen und schneiden. Whatever it takes. Hier, Messer. Habe ich das schon erwähnt? Buttermesser. Das ist ganz liebevoll Buttermesser, ja? Das ist voll wichtig und importante für mich. Das ist nämlich von meinem Jeff the Killer Cosplay, jawohl. Und hier ist noch ein Lappen zum Malen. Also für Aquarell, weil da braucht man ab und zu mal Lappen und überschüssige Farben und sowas. Bin ich da jetzt gerade reingekommen oder rausgelaufen? Haupthalle, okay. Das klingt nach weitergehen und nicht nach zurückgehen. Jetzt hätte ich noch Kunstblut gebraucht. Das Ding kann auch schneiden, also nicht wirklich. Oh Gott, nein, das war... Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was das hier war. Das mochte ich nicht. Außer das war nur in der Custom Story, die ich gesehen habe. But now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? Hier war nämlich was drin und das war verdammt schnell. It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, die Lichter anzuzünden, zum Teil. Aber manchmal denke ich, ich glaube gerade zurück, oder? The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Okay.
Bisschen pervers ist er ja schon, ne? Also ist so ganz dezent pervers, der liebe kleine Alexander. Sein oder nicht sein. Ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich alle Fragmente langsam zusammen haben. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich mir den Rat machen soll. Das stimmt nicht. Das heißt, theoretisch muss ich es nur noch hier rausschaffen. Und am besten. Oh, Scheiße. Das fängt nicht gut an. Scheiße. Habe ich gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Alter Junge, du quietschst! Du quietschst! Geh dich mal ölen! Siehst mich nicht. Bin gar nicht da. Verdammt, wo muss ich hinlaufen? Ich hab mich verlaufen. Ich bin mir auch nicht wirklich was. Okay, über die Brücke bin ich vorne rausgelaufen, also. Ja, 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 da ist eine Tür. Die Tür gefällt mir. Komm, komm, lass mich raus. Ich glaube zumindest, dass das jetzt die letzte Kugel war. Ich bilde mir an, es waren 4 Fragmente. Und zwar für 2 wird Agrippa uns bestimmt sagen, dass es mehr gibt und dass wir nochmal da unten rein müssen. Ich hoffe allerdings nicht. Ja. Vielleicht lässt er uns ja jetzt endlich mal wieder ins Labor. Das heißt endlich mal wieder, aber... Schauen wir mal. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate. A door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, yeah, yeah. Let him open the portal before you take your revenge. Yeah. Let me pass the gate then. Mm-hmm. Please, find the ingredients that the Pazatonic via describes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Will ich dich gar nicht retten, du Kosten? Ein spezielles Tonikum, okay. Okay, Notizen. Ist das so, das mal so? Oder war das ein Tag? Da. Miep. Bin ich jetzt ernsthaft zu blöd, das zu finden, oder was? War eine Notiz schon von einer Mischung aus 3 Ingänzen? Ja, das müsste dann doch da eigentlich in... Notizen? Was giftigen Pilze? Ah, okay. Tamt geben. Okay. Also giftige Pilze. Bedeutet, wir müssen auf jeden Fall noch mal in die ins Abwasserding zurück. Dann diese komische Ja.
oder? Das Ding müssten wir theoretisch hier raus irgendwie kriegen. Wir brauchen einen Eimer oder irgendwas, was wir ranhängen können, hätte ich gesagt. Da haben wir aber gerade nichts da. Außer ich kann das damit ranhängen, aber ich finde. Nein. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Eimer oder sowas finden. Ich glaube nicht, dass das da war. Egal, die giftigen Pilze kriegen wir, glaube ich, eben. Ja, ich bin's. Also, geh weg. Ich wir kommen immer noch nicht ins Labor rein. Und ich merke gerade, wir haben schon wieder die Zeit überschritten. Oh mein Gott, ich bin so ein Einhorn. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, können wir genauso gut dann beenden, denn ich werde jetzt gerade wahrscheinlich eh nicht fündig werden und ja, wir wollen uns ungefähr die 30, 35 Minuten halten. Deswegen zünden wir jede Fackel an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, wie immer und im nächsten Part sehen wir uns bestimmt wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und bye bye.